Ich fühle mich gerade wie ein kleines Kind. Warum? Weil ich einen Football in der Hand haben darf. Nach ungefähr 35 Jahren darf ich heute über den Berlin Adlern spielen. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit meinem wundervollen Kollegen Josie, Patrick und Björn. Nochmal an dich. Vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, schön, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei den Berlin Adler. Ich meine, ihr seid hier auf einer der besten Facilities Europas, könnte man sagen. Mein Name ist Dennis Milanovic, ich bin GM, also General Manager der Berlin Adler. Und wir sind ganz gespannt, was ihr heute uns hier beweisen oder zeigen möchtet. Football lernt man am besten von den Besten. Und das ist in unserem Fall einer, der auf der Quarterback-Position spielt. Und nicht nur bei den Berlin Adlern, sondern auch bei der Nationalmannschaft. Das ist Henrik Sambacher und ich durfte mit ihm schon auf dem Eis stehen und jetzt ist er hier. Hi, Henrik. Freut mich sehr. Ja, vielen Dank, dass ich sein darf. Ja, ich habe vor, mit dir ein bisschen zu werfen, dir mal den Sport zu zeigen und ja, am besten erstmal mit der Pille einfach ein bisschen rumzuwerfen. Joey und Lars wirft CJ. Okay. Hier, okay. So mal. Ja. Du willst quasi so diese Bewegung die ganze Zeit machen und das bringt den, genau, mach mal mit der Hand, das ja. Hier, das hier. Oh, das hier yeah. Bringt den Wurf, den Spiral, oh. Diese Bewegung. Merkst du das? Yeah. Der Zeigefinger ist der letzte Finger. Genau. Ja, schon besser. Wenn du die so siehst, was würdest du sagen, welche Position? Ja, hier haben wir ein gutes, würde ich sagen, O-Line, D-Line Material, der irgendwie in den Trenches steht. Material hört er gerne. Ja. Genau. Hier haben wir einen Linebacker, einen Running Back sehe ich da mit großen ja. Oberarmen. Das ist immer das Stereotypische. Und hier würde ich sagen, ja auch einen Receiver, Running Back mäßig, alles. Quarterback, Option, voll stabil, war Athlet. Ne? Wir haben auch die Position Athlet. Das geht ja. Los geht's. Let's go. Yay. Hier, 90 Grad in die Mitte. Ich laufe okay. Einfach dahin. Genau, einfach. 5 Yards nach vorne. Ja. Und dann nach links. Okay. 90 Grad. Okay, okay. Und was okay. Mach ich dann? Du läufst und dann fängst du den Ball. Oh Gott, okay. One, ready, go. Okay, upline, upline. Das normal. Nein! Wir kriegen das hin. 5 Yards sind nur von hier bis hier. Du bist viel zu tief gelaufen gerade. Ach so! Leute, wir haben den ersten Verletzten. Wir brauchen den Mannschaftsarzt. Bitte. Aber dem Rasen geht's schlechter. Du hast alles gegeben. Das ist so schlecht. Mein Name ist Björn Grünheit und ich spiele Hans Werner bei GZSZ. Oh ja, es ist mega anstrengend, aber es macht sau viel Spaß. Tatsache bin ich Football-Fan seit meiner Kindheit. Ich gucke jedes Jahr American Football, die Playoffs, volle Programm. Auf jeden Fall behandeln die uns sehr zahm. Ich glaube, wir entscheiden jetzt, wir bleiben das ganze Training und ziehen es jetzt einfach durch. Vor allem Björn und Josie, die sind ganz begeistert über dieses Spiel. Man sieht, dass er gerade so einen Spaß hat und ich glaube, ich wünsche ihm, dass er das einfach öfter macht in seinem Leben. So wieder so mit seinem kleinen Kind connecten, weil guck, der genießt es. Wirklich. Das ist natürlich dann was anderes, wenn du plötzlich ein Center vor dir hast, der den Ball schnappt und dann unter anderen Bedingungen plötzlich mal einen Ball werfen darfst. Meine Kondition war mal besser, aber mein Gott, wir haben 33 Grad. Aber es macht Bock, mal wieder auf dem Platz zu stehen. Das ist geil. Und irgendwie funktioniert es ja noch ein bisschen. Vielen Dank, dass ihr nach so vielen Jahren an meiner Seite wart und mit mir wieder Fußball gespielt habt. Es war mir, ich kann kaum sprechen. Es war mir eine große Freude und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und vielleicht findet ihr Lust, das ein oder andere Spiel der Berlin Adler zu besuchen. Die spielen immer im Berliner Poststadion in der Lehrter Straße. Und vielleicht sehen wir uns da ja. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Heimspiel dabei sein. Vielleicht ihr ja auch. Geiler Sport. Hot, hot.
So, liebe Leute, und wenn ihr noch mehr von unseren Backstage-Videos sehen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr alle Folgen sehen wollt, klickt einfach hier. Und zunehmend wäre es auch noch ganz zuckersmart von euch, wenn ihr uns ein Abo da lasst.